Der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender, der Game Boy Advance Kalender. Baphomets Fluch für den Game Boy Advance. Ist was? Das ist ja völlig absurd. Ha! Zwickmühle. Ja, richtig gehört. Baphomets Fluch für den Game Boy Advance. 6 Jahre, nachdem das bahnbrechende Adventure von Revolution das Grafik-Adventure-Genre revolutioniert hat und kurz bevor Baphomets Fluch 3 das Adventure-Genre in absolute Ungnade stoßen würde, erschien das Spiel auch auf dem Game Boy Advance. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie ist man so lange nach der Erstveröffentlichung auf den Gedanken gekommen, dass das doch jetzt ein cooler Move wäre? Es folgen gegen später lustige Spekulationen. Für die, die es nicht kennen, Baphomets Fluch handelt vom amerikanischen Anwalt George Stobbart, der auf einer Paris-Reise nur knapp einem Bombenanschlag auf ein Café entrinnt. Zuvor hat er einen Clown beobachtet und heftet sich selbst auf die Fersen des fiesen Meuchelmörders. Gemeinsam mit der französischen Reporterin Nico deckt er ein großes Komplott auf, das bis ins Spätmittelalter zurückreicht und einen Geheimbund der Tempelritter involviert. Um den Hintermännern auf die Spur zu kommen, reist George nach Irland, Spanien, Syrien und schließlich auch nach Schottland. Jetzt ist es so, dass ich an Baphomets Fluch auf dem PC einiges bewundert habe. Es war in meinen Augen das erste Adventure, das vom Comichaften wegging und versucht hat, eine möglichst realistische und bodenständige Story zu erzählen. Einen großen Anteil hatten für mich daran 4 Faktoren. Nummer 1. Jeder Charakter scheint eine klare Hintergrundgeschichte zu haben, weshalb selbst weniger wichtige Personen im Spiel einfach real und lebendig wirken und es Spaß macht, sich mit den Leuten zu unterhalten und sich ganz unaufgeregt ihre Geschichten anzuhören. Nummer 2. Es gibt sehr, sehr gute Synchronsprecher. Hier kann ich zumindest für die deutsche Version sprechen, top notch. Nummer 3. Die passende Orchestermusik, die aber nur an relevanten Stellen einsetzt. Meistens hat man Ambient Sound. Und schließlich Nummer 4. Tolle gezeichnete Hintergründe, die schon damals bei geringer Auflösung richtig gut waren und richtig viel Liebe zum Detail erahnen ließen. Und damit sind wir beim Problem mit der Advance-Version. Durch das fehlende Voice-Over wirken die Charaktere weniger plastisch. Bei der Musik müssen Abstriche gemacht werden und auch der Ambient kann natürlich nicht so fein sein. Auch bei der Grafik, sowohl bei Animationen als auch bei den Hintergründen, mussten ebenso Einschränkungen in Kauf genommen werden. Und damit wirkt das Spiel auf mich so, als hätte man Baphomets Fluch mit der Portierung seiner größten Stärken beraubt. Ich denke, ein Day of the Tentacle oder ein Monkey Island oder auch ein Simon the Sorcerer hätte auf dem Medium besser funktionieren können. Aber doch nicht das Adventure, dessen größte Stärke seinerzeit das visuelle und akustische Storytelling war. Und dann gebe ich wiederum trotzdem zu, das, was es macht, macht es gut. Wirklich gut. Aus der Grafik und dem Ton haben sie das Maximum rausgeholt, was der Advance liefern konnte. Zwar dudelt die Musik immer und überall, aber sie ist angenehm anzuhören. Gespräche werden nun in Textboxen verlegt und Dialogsymbole werden über Klicken von links und rechts intuitiv ausgewählt. Noch immer hat jeder seine individuelle Hintergrundgeschichte. Die Steuerung insgesamt ist zu loben. Keine Experimente, man hat den Cursor und den steuert man ganz normal übers Steuerkreuz. Und vor allem will ich sagen, das alles läuft super flüssig. Eigentlich ist das Spiel ein Paradebeispiel dafür, wie man eine Portierung auf unterlegene Hardware hinbekommt. Einschränkungen erkennen und mit Kompromissen überbrücken. So muss das sein. Aber wieso ausgerechnet 2002? Im Jahr, als das Adventure tot schien, und wieso ausgerechnet dieses Spiel für den Advance rauskam, weiß ich nicht, aber ich habe die Vermutung, dass man damit zum einen das totgeglaubte Adventure-Genre wieder an den Mann bringen wollte, vor allem an jüngere Spieler, die durch diesen schönen Titel vielleicht wieder Blut lecken würden. Und dann wiederum war bestimmt schon der Release des dritten Teils geplant, welcher ein Jahr später erschien. Ich kann mir also auch vorstellen, dass es eine Art Promo für den schlafenden Drachen sein sollte. Quasi ein, hier habt ihr ein schönes Spiel für euren Handheld und wenn es euch gefällt, dann kauft doch demnächst auch noch die Fortsetzung dazu. Naja, ich bin sehr dankbar für Baphomets Fluch. Und wenn es Spieler gab, die auf dem Advance ihren Spaß damit hatten, dann freut mich das, wirklich. Aber ich hätte diesen Port nicht gebraucht.